everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir machen wieder Mod-Vorstellung auf der PlayStation 4, auf der Konsole. Und heute haben wir wieder zwei Mods. Einmal hier die Stubbenfräse. Ganz cooles Teil, sieht schon böse aus. Für Frontlader, also Radlader, Teleskoplader geht nicht oder Kompaktlader. Und das andere ist ein Heckgewicht für Teleskoplader oder für den großen Radlader. Auch sehr schön. Da müssen wir eigentlich nicht viel erklären. Das Heckgewicht ist einfach, da können wir ein bisschen Gewicht auf die Hinterachse packen, damit wir vorne mehr laden können, damit er uns nicht überkippt. Genau, aber wir wollen natürlich hier diese Stubbenfräse in Action sehen. Wir nehmen da mal den kleinen Kompaktlader. So, der hat damit überhaupt gar keine Mühe. So, irgendwie sind hier alle Bäume umgefallen. So, da hat er dann Mühe. Hä? Okay, wir stecken fest im Bordstein. Extrem. Alles klar. So, dann nehmen wir den großen Radlader und schauen mal, damit der Kompaktlader hier rüberkommt. So, haben wir ihm kurz geholfen. Am Bordstein hängen geblieben. So, und das Teil wollen wir natürlich in Action sehen. Jetzt sind die ganzen Bäume da komischerweise irgendwie alle umgefallen. Und ja, wir schmeißen das Teil mal an. Genau. Und jetzt sollten wir da... den Baumstumpf hier einfach wegfräsen können. Also es geht, kommt da ordentlich Späne bei raus. So, der große Baum ist auch gleich verschwunden. Und ihr seht, der kleine, hier ist gar nichts mehr übrig. Nochmal zurück. Gar nicht so einfach. So. Jetzt muss der da auch noch da verschwinden. So. Weg ist er. Tipptopp. Wir versuchen es gleich nochmal hier. Der ganze Baum ist vorhin verschwunden. Zack, der Baum ist schon mal weg. Also wenn wir da Bäume verschwinden lassen wollen, ist das Gerät genau das Richtige. Wir nehmen jetzt noch den großen hier. So, und machen nochmal den Helfer an. Ich hätte gemeint, man kann noch sogar mehr mitmachen. So. Da werden wir auch mal das Teil anschmeißen hier. Jetzt können wir noch... Moment mal. Ich kann noch Flügen einschalten. Ich kann nämlich hier, wenn ich das Ding hier auf dem Boden mache... Macht er da irgendwie Dreck? Reißt er da raus? Ich hätte gemeint, da könnte man noch den ganzen Boden wegreißen hier. F
Felder erstellen anmachen. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Moment mal. Geht hier irgendwie nicht. So, der Baum ist schon mal weg. Das Ding kann ich dann natürlich auch wegraspeln, wenn ich will. Jawohl, das funktioniert tipptopp. Bisschen mit Gefühl und dann verschwindet das Teil. Und wir sollten noch den Boden mit bearbeiten können mit dem Teil hier. Das wäre eigentlich noch so ein Feature. Vielleicht geht es hier nicht, weil hier gerade... Keine Ahnung. Wir fahren mal rüber hier Richtung Feld. Oh. Alles klar. Jetzt habe ich das Feld. Aha, da muss ich ihn gar nicht einschalten. Da kann ich direkt hier so eine Furche reinziehen. Das ist ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. So können wir natürlich auch Felder erstellen. Gut, und wir können Schneisen in den Wald machen. Es gibt ja immer so Feuerschneisen, was da im Wald gemacht wird, damit, falls es mal brennt, damit es nicht von einem Teil auf den anderen so schnell übergreift. Aber wenn wir jetzt hier im Wald reinfahren, sag ich mal, könnten wir jetzt hier so eine Schneise durch den Wald ziehen. Also ja, geht ein bisschen schwer, aber es würde gehen. Es würde natürlich gehen. Cool. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Cooler Mod. Und ja, viel Spaß damit. Gibt's natürlich hier direkt beim Spiel unter Mods. Könnt ihr den runterladen. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.